Ja, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Wir sind immer noch auf den Ebenen der Qual im Schlund. Ja, komm, machen wir den mal eben hier. Alle. Ein bisschen zu laut. Also ihr werdet jetzt keinen Unterschied sehen, aber ich mach's halt für mich. Okay, genau, den Big Boss da hinten müssen wir erledigen. Ja, er zieht halt direkt Aggro. Das ist, mein Zutun eher nicht gefragt. Natürlich hier noch ein Add an der Waffe. Ach so. Nicht funktioniert doch. Mich hier auch einfach abgeben. Seele in die Hand. Mein Instinkt war richtig. Wer ich dunkle Magie diese Seelen auch aneinander fesselt, hält sie auch einigermaßen kohärent. Es wird etwas dauern, aber wir finden schon heraus, was dieses Ding weiß. Für mein Verhör benötige ich den Helm. Anschließend gebe ich ihn euch zurück. Ihr habt mein Wort. Dann bringen wir unseren Schatz mal zur Lord Admiralin. Wieder in der Höhle, ne? Ich bin kein Fan von diesem Soundtrack hier. Diese zu actiongeladenen Soundtracks, die mag ich nicht. Das finde ich immer nervig. Der Löwenkäfig. Anduin wird an einem Ort gefangen gehalten, den die Schemen das Tremaculum nennen. Es ist nicht weit von hier, aber der Weg ist gefährlich. Ich habe mehr als einmal versucht, ihn zu befreien. Aber allein vermag ich gegen diese Übermacht nichts auszurichten. Doch mit euch wird es uns gelingen. Oho. Na dann. Sobald wir Anduin haben, wird mein Stab zum Anker, um uns wieder in Sicherheit zu teleportieren. Alles bereit. Auf geht's. Okay, jetzt folgt sie mir. Thrall ist auch noch auf unserer Seite. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal Shadowlands gespielt habe, dass mir diese Phase hier auch ziemlich auf den Senkel ging. Diese Schlundphase. Ich meine, jetzt, wo ich mich mal ein bisschen mit der Story beschäftigt habe, ist es wiederum ganz interessant, aber man kann halt nicht aufmounten, das sind halt alles solche Sachen. Ich finde das Gebiet nicht besonders schön. Spricht halt alles gegen so ein Lieblingsgebiet. Guck mal, jetzt machen die beiden plötzlich viel weniger Schaden. Ich glaube, wir brauchen einfach noch einen weiteren Helden hier. Den hatten wir übrigens noch nicht. Ist gar nicht. Schade, dass man nicht sieht, wer man jetzt ist. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr in der Lore drin sein, um das irgendwie nachvollziehen zu können. Hier sind wir, glaube ich, richtig.
Problem ist, ich kann hier die ganze Zeit nicht die Aggro halten. Oder zumindest nicht durchgehend. Hier werden Seelen gequält und zu elenden Schemen verzerrt. Bin ich jetzt hier richtig oder muss ich nach oben? Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ich versuch's jetzt mal hier gleich. Falsch. Ich hätte da oben bleiben müssen. Ja. Ob es hier richtig ist. Ja, da ist es. Hier. Das hat schon mal funktioniert. Da hinten ist irgendwer. Da ist Anduin. Da ist Anduin. Sylvanas. Was hat sie bloß mit ihm vor? Warte. Sylvanas ist auch hier. Vor uns liegt ein langer Weg. Sylvanas befehligt die Streitmacht des Kerkermeisters. Sie könnte sie herbeirufen und uns überwältigen. Es hilft Anduin nichts, wenn wir alle gefangen genommen werden. Wir sollten eine Konfrontation vermeiden, bis wir wissen, worauf sie aus ist. Ihr brecht mich nicht. Wie engstirnig. Da enttäuscht ihr mich. Unwichtig. Wir finden, was wir suchen. In jemand anderem. Anduin! Wie schlimm seid ihr verletzt? Keine Sorge. Gut, dass ihr alle in Sicherheit seid. Diese Fesseln können wir nicht brechen. Wir müssen ihn anders befreien. Wieder solche Sachen, die man nicht einfach zerstören kann. So irgendwelche Magie ist dafür notwendig. Der Schlüssel der Quälerin. Sylvanas glaubt, wir wären gebrochen. Sie glaubt, sie hätte bereits gewonnen. Wir werden ihr zeigen, wie sehr sie sich irrt. Zuerst brauche ich eure Hilfe. Meine Fesseln sind unglaublich stark. Ohne Schlüssel könnt ihr mich nicht befreien. Mein Gefängnis hier steht unter dem Befehl einer Kreatur, die alle die Quälerin nennen. Wahrscheinlich hat sie auch den Schlüssel. Unverdientes Schicksal. Während meiner Gefangenschaft wurden viele Seelen hierher gebracht. Der Kerkermeister will sie wohl brechen, um sie in seine Knechtschaft zu zwingen. Oder Schlimmeres. Keine Seele verdient solch ein Schicksal. Die Schlundgebundenen hier besitzen die Schlüssel für ihre Ketten. Befreit so viele wie ihr könnt, dann werden wir sie von hier fortbringen. Ich brauche Schlüssel. Die habe ich nie. Ah, ich erinnere mich an diese Quest. Muss ich vielleicht nicht draufstehen. Erst dachte ich eben, hä? Da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern, aber doch. Ich erinnere mich. Bin ich jetzt hier ganz alleine? Nee. Jetzt ist da noch so ein anderer Heini. Das macht es mir natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, die dann irgendwie zusammenzupullen. Ja,
auf jeden Fall jetzt schon mal einen Schlüssel. Zwei Stück. Es ist nervig, dass das Caster sind. Oder Range-DDs. Ist denn der Chef? Müssen wir doch irgend so einen größeren Boss erledigen. Sieh das? Nee. Ist die da oben drauf, hä? Ich glaube, ich weiß, wie es lang geht. Die schwarze Klinge ist in der Nähe. Sie wird euch verteidigen. Der Kerl wird da gerade. Bisher okay, der verliert ja gar nichts an Leben. Das nervt mich immer. Ich spiele einen Tank und kann keine Aggro halten. Das ist immer irgendwie ungünstig. Guck mal, jetzt macht Thrall auf einmal wieder so viel Schaden, ne? Ich verstehe es manchmal nicht. Guck mal, jetzt hier. Ein Bruchteil an Leben. Machen wir viel länger, um den zu erledigen. Ihr seid frei. Schnell, bevor die Wachen zurückkehren. Ja, ist die Quälerin auch schon wieder da? Ich darf nicht immer so voreilig hier meinen heldenhaften Sprung benutzen. Ich hätte jetzt hier gerade mega abkürzen können, indem ich hier einfach vom Plateau runterspringe. Konnte ich jetzt nicht, weil das Ding auf Cooldown war. Das ist nicht vorteilhaft. Ein Druide hat es auch natürlich nicht schlecht, ne? Hier, der kann im Schlund seine Reisegestalt benutzen. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Ich will es mal ausprobieren. 25% so ungefähr. Ja, 7 oder 30? Ja. Sylvanas war von ihr übrigens nicht Elite, ne? Keine Ahnung, warum nicht. Man so einfach an den Schlüssel kommt, ne? Hätte Sylvanas den einfach selber behalten. Der wäre hier bis alle Ewigkeiten um Rumgammeln gewesen. Wir sollten schnell weiter. Geht es euch gut genug? Aus den Mäulern des Wahnsinns. Ich kann meine Dankbarkeit für eure Hilfe gar nicht genug zum Ausdruck bringen, Champion. Wir dürfen aber nicht verweilen. Die Kräfte des Kerkermeisters werden bald auf die Unruhen hier aufmerksam werden. Lasst uns diesen Ort sofort verlassen. Teleportationsfähigkeit ist hier eingeschränkt. Aber ich sollte ein Portal zurück zu meinem Stab öffnen können. Die wahre Schlacht liegt schön. Vor. Das hat hier richtig gut funktioniert. Sehen schlimm aus, Thrall. Lasst sie mich versorgen. Lockta, danke, Anduin.
Es wird gut tun, wieder bei Kräften zu sein. Wieso sind Thrall und Anduin eigentlich so gut jetzt miteinander? Das ist halt mein Problem, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Lore. Unser Freund möchte uns etwas mitteilen. Praktisch. Liebe Leute, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Dann werden wir den mal verhören. Wir hören uns. Bis übermorgen. Ciao.